Ich bin Klaus-Dieter Schwendemann, verantwortlich für Marketing und Produktmanagement bei Weberhaus. Weberhaus gibt es inzwischen 60 Jahre. Wir bauen seit 10 Jahren sehr intensiv Smart Home Geschichten ein. Weberhäuser kann man erleben bundesweit in über 30 Hausausstellungen, in den meisten inzwischen auch Smart House Ausstellungen. Das heißt, wir zeigen natürlich in den Häusern auch die Anwendungen in den Häusern der letzten 3-4 Jahre komplett mit Alexa, mit Küchengeräte, mit Photovoltaik integriert. Das Highlight in ganz Europa ist hier die World of Living. Hier zeigen wir alle Häuser mit Smart Home Lösungen und natürlich auch sehr viele Eltaco Produkte sind hier erlebbar und anschaubar. Was zeichnet Weberhaus aus? Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen. Das Thema Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Wir bauen ja Holz-Fertighäuser. Holz ist der nachhaltigste Baustoff, den es derzeit gibt. Nachhaltigkeit versuchen wir auch mit Partnern, mit Mitarbeitern zu leben. Und ich denke, das ist das, wo wir starke Wurzeln haben. Für Eltaco-Produkte haben wir uns nach einem ausgiebigen Prozess entschieden. Wir haben verschiedene Produkte getestet. Uns war wichtig, dass wir einen Weltindustriestandard anbieten können, weil der Kunde ja auch nach dem Hausbau über Jahrzehnte in seinem Haus lebt und die Produkte auch funktionieren sollen, auch erweiterbar sind. Das meist verbaute Eltaco-Produkt, vielleicht das FAM, weil das brauchen wir in jedem Haus. Nein, ich denke, in Summe werden es letztendlich die Viereraktoren sein, die Zweieraktoren und die Jalousienaktoren. Die Mehrwerte der Eltaco-Produkte sind letztlich für uns im Nutzen zu sehen, weil letztendlich geht es immer weniger um Technik, sondern was bringt es dem Kunden als Nutzen. Für mich eine der schönen Anwendungen ist zum Beispiel eine Alarmsituation, wenn irgendwas im Haus passiert, ob jetzt Rauchmelder agieren oder von außen ein Einbruch stattfindet, fahren alle Jalousien nach oben, alle Lichter gehen an. Das heißt, das Haus wird transparent, die Fluchtwege sind offen. Und das ist, denke ich, eine Funktion, die sehr gern angenommen wird, die der Kunde vielleicht vorher gar nicht erwartet. An Eltaco-Produkten gefällt mir persönlich, dass wir es geschafft haben, die gesamte Wertschöpfungskette vom Kunde bis zum fertigen Produkt in der Übergabe sehr gut darzustellen. Das ist die Möglichkeit, wie wir programmieren können. Aber auch das Schöne, dass wir danach ganz selten was vom Kunden hören über die Produkte. Das ist nämlich dann, wenn sie funktionieren.